CSU-Fraktion das Wort. Herr Präsident, verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir werden jetzt gleich im Anschluss an die Debatte über den Haushalt des Bundesinnenministeriums abstimmen. Und dieser Haushalt wird in weiten Teilen bestimmt durch zwei Aufgabenbereiche: Sicherheit und Verwaltung. Es ist die Grunderwartung der Bürger an den Staat, dass er Sicherheit bietet und dass die Verwaltung funktioniert. Und so fallen diese Bereiche meistens erst dann auf, wenn etwas nicht funktioniert, wenn Sicherheit nicht gegeben ist oder es zu Problemen in der Verwaltung kommt. Verantwortungsbewusstes staatliches Handeln in diesen Bereichen heißt deshalb vor allem Vorsorge treffen. Allerdings müssen wir feststellen, gerade in der jetzigen Zeit, dass nicht alles vorhersehbar ist. Gerade im Moment erleben wir, wie sich die Herausforderungen im Bereich der inneren Sicherheit, aber auch bei dem Thema Migration und Integration in einer geradezu atemberaubenden Geschwindigkeit entwickeln. Wir haben deswegen in den Beratungen darauf reagiert und umfangreiche Veränderungen vorgenommen. Bevor ich diese im Einzelnen feststelle, möchte ich aber dennoch zuerst der ganzen Mannschaft und den Mitberichterstattern danken, mit denen gemeinsam das erreicht worden ist. In allererster Linie der Kollege von der Koalition, Martin Gerster von der SPD, aber auch Frau Anja Heiduck von den Grünen und Herr Bartsch von den Linken. Es war eine sehr konstruktive Zusammenarbeit. Es gibt natürlich im Verhältnis zur Opposition unterschiedliche politische Schwerpunktsetzungen, aber in den wesentlichen Fragen waren wir doch von einem Grundkonsens getragen. Und wer die Rede von Herrn Bartsch jetzt gerade verfolgt hat, wird auch feststellen, dass sich dieser Grundkonsens in seinen Worten auch wieder gespiegelt hat. Aber, meine Damen und Herren, dazu beigetragen hat auch ganz wesentlich unser Bundesminister Dr. Thomas de Maizière. Er hat in seiner sehr seriösen Art und Weise und ohne Übertreibung und mediale Begleitmusik die Anliegen seines Hauses dargestellt und über seinen Geschäftsbereich informiert. Und jeder kann heute in der Debatte feststellen, dass sein Umgang mit dem Haushaltsausschuss der erfolgreiche Umgang mit dem Haushaltsausschuss war. Ich möchte aber als Hauptberichterstatter auch den anderen Kollegen der Koalitionsfraktionen danken, namentlich Norbert Bartle, der den Sport auch mitverantwortet für uns, aber auch Johannes Kaas. Wir haben viel im Innenbereich erreicht, aber wir haben die schwarze Null gehalten. Das heißt, für jedes Anliegen, das im Innenbereich erfüllt werden konnte, ist ein Anliegen aus einem anderen Geschäftsbereich nicht erfüllt worden. Dennoch haben wir darüber in unseren Arbeitsgruppen großen Konsens erreicht. Und ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen für deren Solidarität und Unterstützung danken. Lieber Kollege Notz, ich komme nun zu den Ergebnissen der Beratungen, denen Sie bestimmt in weiten Teilen auch zustimmend zur Kenntnis nehmen werden. Ich habe am Anfang den Bereich der Migration erwähnt. Als die Regierung mit der Haushaltsaufstellung Anfang des Jahres begonnen hatte, war die Zahl der Asylbewerber, Ist-Zahl aus dem Jahr 2013, bei 127.000. Wir wissen heute, dass wir im Jahr 2014 an die 200.000 haben werden. Und wir wissen auch, dass sich dieser Trend in Zukunft eher noch erhöhen wird. Das heißt, wir in Zukunft eher noch mit mehr Asylbewerbern rechnen müssen. Wir haben darauf in den Haushaltsberatungen 2014 schon reagiert und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 300 neue Stellen gegeben. Diese Stellen, die wir 2014 bewilligt haben, sind bereits vollständig besetzt. Auch das ist eine besondere Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, kann man auch mal klatschen. Wir haben jetzt, Herr Bartsch, weil wir gemerkt haben, es reicht noch nicht, der Trend hält weiter an, für die ist es für diesen Haushalt noch mal 300 Stellen zusätzlich bewilligt. Dazu kommen noch 50, die die Regierung eh schon vorgesehen hat. Das heißt, wir haben alleine in diesem Bereich im letzten Jahr 650 neue Stellen mit aufgebaut.
Zusätzlich sind wir dem steigenden Bedarf der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer nachgekommen, ein Anliegen vieler Wohlfahrtsverbände, aber auch des Bundes der Vertriebenen. Wir haben den Ansatz um 8 Millionen Euro erhöht. Das war auch ein Anliegen von zahlreichen Wohlfahrtsverbänden. Und ich kann das aus meinem Wahlkreis berichten, dass dies wirklich ein Segen für die Menschen ist. Meine Damen und Herren, die zweite schnell wachsende Herausforderung, der wir im Innenbereich gegenüberstehen, ist die Wahrung der inneren Sicherheit. Man muss sich ja nur mal vor Augen führen, dass zu dem Zeitpunkt, als mit der Haushaltsaufstellung begonnen wurde, die Organisation Islamischer Staat nur wenigen Spezialisten überhaupt ein Begriff war. Und wir erleben heute, dass diese Organisation in einer noch nie dagewesenen Professionalität mit Internetauftritten, sogar mit eigenen Zeitungen, junge Menschen, vornehmlich Männer, auch bei uns anspricht, versucht, sie zu radikalisieren, um für den Dschihad zu gewinnen. Meine Damen und Herren, das ist nicht nur ein Problem im Irak und in Syrien. Sowohl die Rückkehrer als auch diejenigen, die zu Hause bleiben und sich hier im Stillen radikalisieren, stellen eine Bedrohung für die innere Sicherheit in Deutschland dar. Ich habe vorher von Vorsorge gesprochen. Wir dürfen nicht so lange warten, bis etwas passiert. Und wir haben deswegen mit dem, in diesem Haushalt das Bundesamt für Verfassungsschutz, das für die Abwehr dieser Gefahren zuständig ist, verstärkt. Ein weiterer Schwerpunkt der Veränderungen im Bereich der inneren Sicherheit lag auf der Bundespolizei. Die Bundespolizei ist mittlerweile an der Grenze ihrer Belastungsfähigkeit angekommen. Die Angehörigen der Bundespolizei müssen fast täglich ihren Kopf für uns hinhalten. Sie brauchen nur die Medien verfolgen. Ich erinnere an die großen Aufmärsche von Hooligans und Extremisten in den letzten Wochen, die Zunahme der illegalen Migration, die Schleuserkriminalität, die regelmäßigen Gewaltexzesse bei Fußballspielen am Wochenende, der wachsende Schutzbedarf unserer Auslandsvertretungen in verschiedenen Krisengebieten, aber auch der G7-Gipfel im nächsten Jahr. Ich könnte die Liste fortführen. Dazu kommt jetzt mit der Bewachung der Goldreserven der Bundesbank noch eine weitere Aufgabe mit hinzu. Damit die Bundespolizei in der Lage ist, all dies zu bewältigen, haben wir insgesamt 406 neue Stellen für Polizeivollzugsbeamte geschaffen und zusätzlich die Bundespolizei umfangreich mit Personal und Sachmitteln ausgerüstet. Wir haben dabei sehr bewusst einen Schwerpunkt gesetzt auf den Bereich Einsatz- und Schutzbekleidung. Es ist angesichts der zunehmenden Gewalt gegen Polizisten einfach nicht hinnehmbar, dass immer noch über Mängel und Engpässe bei der Körperschutzausstattung geklagt wird. Deswegen haben wir da sehr bewusst in den Haushaltsberatungen einen Akzent gesetzt. Dazu kommen noch insgesamt 356 Stellenhebungen in den verschiedenen Laufbahngruppen, die die höheren Anforderungen widerspiegeln und auch den Dienst bei der Bundespolizei attraktiver machen. Aber sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, am besten wäre es doch, wenn es gar nicht so weit käme, dass Fanatiker oder Extremisten auf unsere Polizisten einprügeln. Und auch hier gilt der Gedanke der Vorsorge. Wir haben deswegen den Bereich der politischen Bildung verstärkt, mit einem Schwerpunkt auf die Bekämpfung von politischen und religiösen Extremismus sowie die Radikalisierung. Ein weiteres Aufgabenfeld des Bundesinnenministeriums ist der Zivilschutz, also der Schutz der Bevölkerung im Verteidigungsfall. Es wird seit dem Ende des Kalten Kriegs oft als unwahrscheinliches Szenario abgetan. Und beim Thema Verteidigungsfall denkt man auch immer zuerst an die Bundeswehr. Ich halte das für eine Fehleinschätzung. Sollte heute in Deutschland tatsächlich ein Terrorangriff stattfinden, dann würden die Menschen in allererster Linie durch die zivilen Katastrophenschutzorganisationen geschützt werden. Und der Bund unterstützt die Feuerwehren und Rettungsorganisationen der Länder deshalb durch die Finanzierung von zusätzlichen Fahrzeugen und Gerätschaften genau für solchen Fall. Wir stehen zu dieser Aufgabe und haben den Titel deswegen auch angehoben. Meine Damen und Herren, wenn wir diese Verantwortung ernst nehmen, und wir wollen sie ernst nehmen
und einen wirksamen Schutz für die Bevölkerung herzustellen, dann kann es nicht sein, dass die Länder das Geld und die Fahrzeuge zwar dankend annehmen, aber der Bund nicht überprüfen kann, wie diese Aufgabe, sprich der Katastrophen- und damit der Zivilschutz vor Ort aufgestellt ist. Beziehungsweise geht er sogar so weit, dass überörtliche Einsätze und Übungen mit diesem Gerät kaum stattfinden. Selbst Feuerwehren vor Ort, deren Fahrzeug vom Bund finanziert worden ist, wissen zum Teil gar nicht, dass sie damit einen Bundesauftrag ausführen. Und meine Damen und Herren, ich begrüße daher sehr, dass der Bundesinnenminister de Maizière dafür eine Staatssekretärsrunde einberufen hat, um mit den Ländern über die Neuorganisation dieses ergänzenden Katastrophenschutzes zu sprechen. Dieser Zivilschutz war übrigens auch der Grund für die Gründung des Technischen Hilfswerks. Heute sind dort über 80.000 ehrenamtliche Helfer unterwegs, die hervorragende Arbeit leisten im In- und Ausland. Um dieses hohe ehrenamtliche Engagement aufrecht zu erhalten, ist neben einer guten Ausrüstung und Ausbildung auch eine gute Unterbringung der Ortsverbände notwendig. Wir haben im Haushalt 2014 einen Schwerpunkt gesetzt bei der Fahrzeugbeschaffung und bei der Führerscheinausbildung. Wir setzen jetzt im Haushalt 2015 einen Schwerpunkt bei den Liegenschaften und beschließen heute ein mehrjähriges Sonderprogramm Liegenschaften für das THW. Das THW erhält dazu in 2015 zusätzliche 4 Millionen Euro und darüber hinaus in 2018 Verpflichtungsermächtigungen bis in Höhe von 23 weiteren Millionen Euro. Damit soll der aufgelaufene Bedarf an Neubauten bzw. an dringend notwendigen Renovierungsarbeiten abgearbeitet werden und die Ortsverbände besser untergebracht werden. Und meine Damen und Herren, auch gegenüber dem THW ist das eine besondere Wertschätzung, die wir damit entgegenbringen. Das THW liegt gerade uns Abgeordneten im Deutschen Bundestag sehr am Herzen und das wollen wir damit auch zum Ausdruck bringen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Haushalt geben wir auch den Startschuss für das Projekt Netze des Bundes. Kollege Bartsch hat es angesprochen. Mit dem Projekt sollen die unterschiedlichen Weitverkehrsnetze der Verwaltung zusammengefasst werden. Die IT-Sicherheit wird dadurch deutlich erhöht. Der Bürger hat erst einmal nichts davon, wenn die Regierung plötzlich über verschlüsselte Leitungen kommuniziert. Aber die NSA-Affäre hat uns gezeigt, dass wenn sie es nicht tut, eine deutliche Einschränkung auch der Souveränität unseres Landes damit einhergeht. Es ist ein Projekt, das uns über Legislaturperioden hinweg begleiten wird. Und ich freue mich deswegen besonders darüber, dass der Antrag, der dieses Projekt begleitet, einstimmig vom Haushaltsausschuss beschlossen worden ist. Und das ist, obwohl, wie es bei jedem großen IT-Projekt der Fall ist, bei so einem Vorhaben auch Risiken gibt. Auch das ist der Ausdruck einer gemeinsamen Verantwortung für unser Land. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit bei den Haushaltsberatungen und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Anja Heiduck für die Fraktion.